Hi, ich bin Thomas Hafer. Ich mache seit 20 Jahren Aufstellungsseminare und seit 20 Jahren mehrtägige Seminare mit so Retreat-Charakter, Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte. Diese Corona-Krise ist eine riesige Erschütterung, hat etwas Monströses, aber gleichzeitig ist es unfassbar, wie radikal die nötigen Änderungen in der Welt gerade möglich sind, was alles möglich ist. Das würde man sich für Klima oder für dieses wahnsinnig schreckliche Problem der schrecklichen Armut in vielen Teilen der Welt auch wünschen, dass angesichts solcher Notwendigkeiten so radikale Änderungen möglich sind. Solche Krisen machen Änderungen möglich und machen Bewusstheit möglich. Und weil ich einen persönlichen Blick habe, ich mache Persönlichkeitsarbeit, habe ich mir überlegt, beziehungsweise bin eigentlich eingeladen worden vom Freund, das zu machen, finde es aber eine tolle Idee, mit einem kleinen Newsletter unter dem Titel Das Wesentliche Anregungen zu geben aus meiner Arbeit, aus meinem Denken. Wie kannst du für dich jetzt mal in dieser Krise, das Potenzial der Krise nutzend, auf die wesentlichen Dinge schauen, und schauen, gibt es in meiner Art zu leben Dinge, die ich eigentlich wirklich ändern will, die meinem Herzen entsprechen würden, das zu ändern. Was will sich in so einer Zeit, wo ich mal aus dem Trott raus bin, entfalten, ans Licht kommen, klar werden, was ich ändern will, was mir wesentlich wäre, was ich loslassen will an unwesentlichen Dingen oder das Wesentliche störenden Dingen und was ich in den Fokus bringen möchte. Das ist die Idee und es gibt eine methodische Idee. Die Dinge, es wird noch andere Beiträge geben zu diesem Newsletter. Die Dinge, die ich mache, die möchte ich gerne immer so strukturieren. Es gibt einen kleinen Vortrag. Ich erkläre etwas ganz kurz. Und dann gebe ich eine Selbsterkundungs- oder Selbstforschungsaufgabe. Erkläre die Struktur und du kannst dir ein paar Minuten Zeit nehmen, das Thema dieses Vortrags mal für dich in Ruhe anzuschauen und zu erkunden. Wenn dich das interessiert, freue ich mich, wenn du dabei bist und wenn du auch anderen von dem Newsletter erzählst. Ich freue mich, wenn ich mit neuen Leuten in Kontakt komme. Bis bald.